Bei sommerlichen 25 Grad Außentemperatur ist er endlich wieder im Mannschaftstraining angekommen. Manuel Neuer absolviert am Freitag mit dem Team das Aufwärmprogramm und macht auch weiterhin deutliche Fortschritte, zur Freude seines Cheftrainers. Also wir sind alle hochzufrieden mit der Gesamtentwicklung und bis Stand jetzt haben wir alles richtig gemacht. Alles richtig machen wollen die Bayern auch am Samstag in Hannover, am 31. Spieltag der Bundesliga-Saison. Hannover, da wird gute Arbeit geleistet. Das ist eine Mannschaft, die vor allen Dingen auch zu Hause sehr kompakt spielt und sehr gute Raumaufteilung hat, ganz klaren Plan. Und das spricht für ihren Trainer. Insgesamt ist es keine leichte Aufgabe für Jupp Heynckes und seinen Trainerstab, in den intensiven Wochen der Saison den Kader in Hülle und Fülle für jedes Spiel bereit und fit zu halten. Aktuell sieht die Lage bis auf die langzeitverletzten Kingsley Coman und Arturo Vidal aber positiv aus. Wir müssen heute nochmal sehen, wie David Alaba sich fühlt, wie die Muskulatur reagiert hat und auch auf Behandlung von gestern. Und sonst denke ich schon, dass alle Spieler, die restlichen zur Verfügung stehen. Natürlich werde ich morgen einige Spieler von Dienstag nicht von Anfang an nominieren, aber ich werde schon eine Mannschaft stehen mit der Hoffnung, dass wir auch morgen das Spiel gewinnen. Das ist unsere Ambition und nichts anderes. Live im Stadion dabei sein, wenn der FC Bayern Real Madrid am kommenden Mittwoch empfängt? Diese Möglichkeit haben jetzt alle Bayern-Fans, die über die Webseite des Rekordmeisters bis zum 22. April einmal zwei Karten für das Halbfinal-Hinspiel in München gewinnen können. Über den Reiter Fans auf der Homepage gelangen alle interessierten Anhänger direkt zu dem Gewinnspiel und können dann vielleicht am 25. April live in der Allianz Arena mitfiebern.